Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Ohrwusch. Was sieht man denn da? Guck mal. Ein leckeres Paracord Knife Stained. Lecky schmecky. Aber hat er auch an? Die letzten paar Overwatches waren alle wieder... Oh, sogar... Ach, guck mal, was der alles rumliegen hat. Noch Connection und eine leckere Bullet Queen, glaube ich, als Glock. Die letzten paar Overwatches waren alle so ein bisschen, ja, fad. Also es war... Es ist inhaltlich so gut wie nichts passiert. Es war niemand mit Skins mit dabei. Das war einfach so... Na, es ist so dahingeschissen. Und da ist natürlich ein Fall mit einem, der hier sogar richtig chillig checkt alles. Guck doch mal da! Da ist so ein Fall natürlich sehr ambitiös. Der... Mit Gegner wurde gekillt und es wurde ihm sicherlich auch mitgeteilt. Oder er hat eben gemerkt, dass der Wolf gestorben ist oder gestorben wurde. Oh, shit, jetzt habe ich mich ein bisschen arg gespult. Der kam von hinten rum und hat ihn geklatscht. Am Ende hat er hochgeschaut, aber gut, er hat den Kill sowieso nicht versenkt. Also ich würde jetzt hier gerade nichts verurteilen, aber mein Gespule war gerade ein bisschen fehl am Platz. I'm Sarah. Eine Fuel Injector hat er auch in Statrack. Ein reicher Herr. Das ist doch. Also, das Knife ist. Ich weiß nicht, welche Condition es vorliegt, aber das ist doch Minimum 100, 200 Euro wert. Und der ganze Rest kommt dann noch oben drauf. Also, sehr, sehr lecker. Da würde ich auf jeden Fall nicht mit umhercheaten, aber bis jetzt habe ich auch nichts gesehen. Er hat jetzt schon hinten gecheckt, vielleicht ein bisschen früh, aber das ist Bums. Er hat die Bombe übrigens. Achtung, jetzt müssen wir genau drauf achten, was er treibt, weil vielleicht hat er auch halt einfach einen Report für Grief bekommen, aber nein, er geht zurück. Sicher hat da irgendeiner geschrien, ach du, hast die Bombe, nicht vorgehen, du Dödel. Jetzt chillt er hier weiterhin. Ich spule jetzt noch ein bisschen. Ah, sie entscheiden sich um, sie gehen jetzt alle gemeinsam auf A. Also Kommunikation scheint auch auf jeden Fall da zu sein. Long hat ihn fast weggeklatscht. Das war knapp. Er checkt auch überall. Also ich würde sagen, in Richtung Vision Assist, denke ich, ist ja nicht viel im Spiel. Zumindest habe ich noch keinen Wallhacker gesehen, der so extrem und auch korrekt checkt. Ich meine, es gibt diese Affen, die halt so tun, so, ey, ist da einer, ey. Aber ja, bei ihm wirkt das hier wirklich sehr menschlich. Und das ist halt bei einem richtigen Cheater, also bei einem Vision Assist User eben nicht der Fall, wenn er denn so tut, als würde er. Und der wird da auf Mitte überrannt. Die Nint ist auch eigentlich ins Nichts geflogen, sag mal. Fängt der jetzt hier irgendwie gleich an zu drehen oder was? Es ist einfach gar nichts, oder? Oder habt ihr... Er hat noch nicht mal irgendwie einen Mate geblockt oder angeschossen oder irgendwas gemacht. Gar nichts. Grief, gut, vielleicht ist Chat Voice Abuse da. Das kann ich halt nicht überprüfen. Leider, was ist das für eine nice Mac-10? Flagge? Ich hab nie gesehen. Also... Wenn er jetzt nicht gleich irgendwas macht, würde ich sagen... Das Kelge ist Kalin. Komm, hol dir. Momentum Rush. Na, also, es geht doch. Das ist übrigens, ich glaube, der erste Kill, den wir von ihm sehen. Es geht doch. Allah, es geht. Das könnte ich sein gerade in dem Moment. Ich wäre ein bisschen aggressiver noch an den Wegrennen in City gegangen. Aber sonst, ja, das bin ich hundertprozentig. Das Traktor eben war hart am Start. Also, ich erkenne nichts. Vielleicht hat er eben die Bombe gehabt. Ich habe nicht darauf geachtet, ob er zufällig gerade mit der Bombe vorgerannt ist. Sowas ist natürlich ein Punkt, der sehr ärgerlich ist, wenn man dann deswegen verliert, weil die Bombe dann auf B down ist. Gegen seinen Kills oder was? Ich verstehe es nicht. Warum hat er denn einen Rapport bekommen? Überhaupt. Das ist komplett clean runtergespielt. Da ist gar nichts. Also er spielt auch normal. Er spielt jetzt nicht irgendwie übermäßig dumm oder so, dass man sagt, wow, der grieft sein gesamtes Team weg. Er spielt einfach vor sich hin. Rennt, okay, springt in der Luft mit P90. Ist vielleicht nicht so klug. Aber sowas mache ich ja auch. Also von daher, das ist... Also ich kenne hier nichts. Überzeuge uns doch bitte. Okay. Nichts weiter, bitte. Ja, ja. Er rennt jetzt hier einfach raus. Und macht nicht den Kill. Naja, okay. Also die letzten beiden Kills waren jetzt überhaupt nicht aussagekräftig. Ich finde, da war null. Meiner Meinung nach ist der Kerl komplett clean. Also ich gehe jetzt hier auf insuffiziente Evidenzien. Weil, was soll ich dazu sagen? Und jetzt soll bloß einer kommen von wegen, du lässt dich von Skins blenden. Wo war da jetzt bitte schon irgendwas? Komm schon. Come on, dort. Come on. Und weg mit dem. Das war wirklich erfrischend, mal wieder einen zumindest vermeintlichen Legend zu haben. Und dann sogar mit schönen Skins. Sowas kann gerne öfter kommen, Steam, gell? Danke.
So, Leute, dann mache ich jetzt einen Deckel drauf. Haut da rein. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Likes. Aber wartet, stopp. Giveaway. Letztes Mal ging es ja darum, dass ich euch gefragt hatte, ob ihr mit einem Mage spielen würdet, der sich dazu bekannt hat, dass er cheatet. Wenn man dazu was geantwortet hat, ist man bei dem Giveaway mit dabei gewesen und es gab eine AWP Mortis. Wir finden jetzt den Gewinner heraus. Get YouTube Comments 41. Danke für die Kommentare. Ihr seid alles Macher und Gönner. Und der Gewinner von der AWP Mortis ist... Ich würde nur mit Cheatern spielen, wenn es offline ist und nicht den Spielspaß von anderen zerstören kann. Leider anonym. Anonym. Hast du nicht schon mal gewonnen vor nicht allzu langer Zeit? Lacker, Alter. Richtiger Lacker. Monsieur, du wirst hier unter dem Video einfach schreiben, wow, ich habe mitbekommen, dass ich gewonnen habe, ultra cool. Und daraufhin frage ich dich dann nach deinem Trade-Link. Und diesen Trade-Link schickst du mir einfach auch als neuen Kommentar unter dieses Video, aber bitte nur ab Partner. Also du nimmst den Link, schneidest alles vor Partner weg und nur den hinteren Teil schickst du mir in die Kommentare rein. Dann ist es nämlich kein Link mehr. Ich kann dir aber trotzdem damit die Sachen schicken und dann passt die ganze Chose. Gut, dann wären wir damit fertig. Natürlich machen wir noch ein neues Giveaway, das ist klar. Und zwar gibt es heute eine leckere Glock 18 Snack Attack. Da kann man sich wirklich überhaupt nicht beschweren. Schönes Teilchen. Die Kommentierenden hier können wie immer an dem Giveaway teilnehmen. Also wenn du hier was kommentiert hast, dann kannst du gewinnen. Es muss aber auch noch folgenden Zusatz haben. Und zwar, wie stehst du zu CSGO Gambling? Also auf solchen Gambling-Seiten oder auch einfach nur Cases öffnen. Es ist ja alles Gambling. Wie stehst du dazu? Sagst du, ja, ist ganz lustig, kann man mal machen. Oder sagst du, absolut ekelhaft, wer gambelt, stinkt nach Scheiße und ich würde es niemals machen. Oder bist du so in der Mitte und sagst, naja, wie stehst du dazu? Einfach mit in die Kommentare dazu schreiben und dann weiß ich Bescheid. Nur mit diesem Zusatz kann man gewinnen. Okay, gut. Vielen Dank fürs Zusehen, meine Damen und Herren. Danke für die Kommentare, danke für die Likes. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Wir streamen dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Da gibt es auch immer die ganz dicken Sachen. Zum Beispiel dieses wunderbare StatTrak Classic Knife Fade. Wow. Ja dann, haut da rein, ne? Later. Mit dem StatTrak kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gehen wir deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.